Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Jack Keen. So, Kinder, passt mal auf. Die letzte Folge sind wir nicht sehr gut vorangekommen. Und tatsächlich lag es nicht an irgendeinem Bug oder sonst was, sondern an menschlichem Versagen. Und jetzt präsentiere ich euch die geniale Lösung unseres Problems. Sehr schön, eine Scharfschützenflinte. Tada! Ja, so ist es halt. Wir haben quasi jetzt das Fernrohr mit den Strapsen ans Gewehr dran gebunden. Mein Gott, wenn dort gestanden wäre Zielfernrohr, dann hätte ich das... Also, ach, mein Gott, manchmal steht man einfach im Schlauch, muss man jetzt mal zugeben, so. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt irgendwie schießen müssen. Auf die Vasen. Ich wusste doch, dass ich's drauf habe. Also machen wir das. Siehst du dieses Gewehr? Ja. Siehst du dieses Gewehr? Der Sockel für das Fernglas. Ich weiß nicht, okay, ja gut. Wenn man Linksklick drauf macht, dann sagt sie, siehst du dieses Gewehr, warum auch immer. Mögen die Spiele beginnen. Okay. Jetzt kann ich zielen. Und das ist die Hinterseite von dem Hotel. Von dem Ein-Sterne-Hotel, denke ich mal. Und wir schießen jetzt hier irgendwelche Sachen weg. Und dann kommt der Typ rausgerannt und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ja, so viel zur Theorie. Schieße auf Fass. Ich sollte besser zielen. Besser nicht. Warum nicht? Na gut. Können wir... Ich kann anscheinend nur auf Fässer schießen. Hä? Ja, wie? Also, mein Plan war eigentlich, auf die Vasen zu schießen oder wenigstens auf diesen Topf da. Das Ding quasi auf die Rübe knallt, aber na gut. So, jetzt. Auf den Topf können wir nämlich schießen. Und jetzt? Vase. Ach, da ist so ein Türstopper, deswegen tut er sich immer bücken. Okay, ich hab's. Zuerst locken wir ihn generell raus. So. Dann schießen wir dahin, dass er weiter weggeht von der Tür, weil die Tür dann langsam zuschwingt. Ich sollte besser zielen. Ich hab ihn ausgesperrt. Ja. Ja, genau. Das war nicht wichtig, dass wir ihn noch zuerst hier so hinlocken. Weil sonst wäre er direkt daneben gestanden und wir hätten nicht auf den Keil zielen können. So. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das wäre geschafft. Ich werde das mal wieder in Ordnung bringen. Ach, und jetzt ist auch wieder alles normal montiert. In bestem Zustand. Kann ich nicht mehr mitnehmen, oder? Ein Fernrohr. Nochmal das Ganze? Lieber nicht. Ich habe noch einen Auftrag zu erledigen. Ja gut. Dann gehen wir mal weiter. Und tada. Ja, ich verspreche es euch, Leute, in dieser Folge haben wir einfach einen Lauf. Ladebildschirm. Ja. Jetzt nehmen wir uns einfach den Schlüssel und gehen nach oben, oder? Ich meine, der Typ ist ausgesperrt. Müsste klappen. Eieiei, lädt er ganz schön lang. Okidoki. Rein da. So.
Post nehme ich. Da gibt's die Schlüssel zu den Zimmern. Kann ich nicht einen Schlüssel nehmen? Okay, anscheinend nicht. Moment. Serpentin. Jetzt können wir alles nehmen, was wir wollen. Das scheint nicht zu funktionieren. Na gut. Ich denke, ich sollte ihn öffnen. Was ist schon dabei? Aha, das ist ein königlicher Brief, nur was steht drin? Huch, nein, darauf. Nanu, das Blatt scheint leer zu sein. Es riecht aber nach Zitrone. Sehr verdächtig. Hä? Wieso kriegt man einen königlichen Zitronenbrief? Das raff ich nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Schade. Ja, vielleicht wäre eine versteckte Botschaft ans Licht gekommen. Wenn man das mit Terpentin mischt. Jeder kennt die klassische Technik mit der Tinte, die man nur dann lesen kann, wenn man Terpentin drauf schüttet, ja. Ist allgemein bekannt. Wir brauchen den Schlüssel eh nicht, weil die Tür offen ist. Sehr schön. Ein alter, abgenutzter Seesack. Ja, das klingt jetzt aber schon ein bisschen fies. Warum ist denn da so? Ist das ein Grafikfehler? Das war doch früher nicht so schwarz. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Vielleicht sollte ich einfach das Spiel neu starten. Aber bis jetzt ist das ja nichts Schlimmes. Wenn ich ein professioneller Let's Player werde, würde ich sagen, ach kommt Leute, wir starten schnell das Spiel neu, weil mit so einem grässlichen Fehler will ich das nie und nimmer nochmal spielen. Aber ja, ich habe jetzt keinen Bock. Wie süß! Ein ausgestopfter Papagei. Eine metallene Lampe, die Licht spendet, wenn sie denn mit Öl gefüllt ist. Nicht besonders hübsch. Alberner Touristenkitsch. Ob Jack hier wohl Kleidung reingetan hat? Ob Jack hier wohl Kleidung reingetan hat? Wir werden es nie erfahren, denn sie will den Schrank nicht aufmachen. So. Die Zeichnungen sind wirklich seltsam. Also zuerst sollen wir herausfinden, ob er einen Auftrag hat, oder? Ich weiß nicht wie, ehrlich gesagt. Köder. Köder. Na gut. Ich schau nochmal nach. So. Jack eine Nachricht hinterlassen. Aber wir müssen erstmal herausfinden, ob er einen Auftrag hat. Oder, ich weiß nicht, ist das zwingend in der Reihenfolge, wie es dort steht? Ach, kann ich das Räucherstäbchen mit dem da benutzen? Tja, geht nicht. Nee. Schade. Nichts Besonderes. Ah. Tja. Ein Tisch mit steinerner Tischplatte. Ich gehe mal noch mal raus. So. Ich kann anscheinend nicht da lang. Nach oben. Nein, nach oben geht nicht, mein Herr. Was mache ich denn jetzt? Also ist es jetzt... Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation. Sonst, wenn ich irgendwo festhänge, dann weiß ich wenigstens, ach, ich muss das machen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und jetzt im Moment weiß ich, ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich machen soll. Ist doch blöd. Eine metallene Lampe, die Licht spendet, wenn sie denn mit Öl gefüllt ist. Öl haben wir nicht dabei, so. Mit dem ganzen Zeug hier wollte ich eigentlich auch nichts anstellen, dann... Keine Ahnung. Was haben wir denn im Inventar?
Den Köder. Können wir den Köder irgendwie da reintun in seinen Sisak? Das funktioniert so nicht. Okay, anscheinend nicht. Räucherstäbchen. Ich schau jetzt nochmal nach unten, Leute. Na komm. Denn bei dem Stern hat sie mal gesagt. Das hilft mir vielleicht weiter. Ja. Geschmacklos. Ah, wie bekomme ich jetzt den Stern? Das hilft mir vielleicht weiter. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Irgendwas muss doch funktionieren, Mann. Das funktioniert so nicht. Dreck, verdammt. Als ob es hier nicht heiß genug wäre. Und wenn ich jetzt klingel? Ich habe ihn ausgesperrt. Da könnte ich noch so viel klingeln. Aber warum sollte ich auch? Aus Jux und Tollerei. Ja, wir sind jetzt schon wieder... Hab ich nicht gesagt, in der Folge haben wir einen Lauf? Putzt alles blitzeblank. Ja, toll. Der Stern, was will sie überhaupt mit dem Stern? Das hoffe ich nicht so ganz. Da gibt's die Schlüssel zu den Zimmern. Also das einzige Neue, was wir bekommen haben, ist... Ups. Entschuldigung. Der Brief. Nanu, das Blatt scheint leer zu sein. Es riecht aber nach Zitrone. Sehr verdächtig. Zitrone. Warum noch Zitrone? Also, wir haben den Typen ausgesperrt. So, und eigentlich hätte ich gedacht, dadurch sind alle unsere Probleme jetzt weg. Sind sie aber nicht. Das, was wir jetzt neu nutzen können, ist der Brief, das Terpentin. Das ist neu. Und auch quasi der obere Bereich hier als Areal ist neu. Ansonsten kann man natürlich jetzt sagen, also mit alles, was hier oben ist, glaube ich, kann bisher, es fällt mir jetzt nichts ein, was ich hier kombinieren könnte. Das heißt, können wir vielleicht draußen irgendwas machen mit dem Terpentin jetzt? Oder mit dem Rief? Zitrone. Wieso Zitrone? Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Na gut, dann weiß ich es ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Menno. Da kann man etwas draufstellen. Aha. Und was? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel vom ersten Mal, als wir da waren. Dass man das anklicken kann. Ich glaube, das bringt uns jetzt nicht weiter. Geschmacklos. Mit den Blumen kann man auch nichts machen. Uhr? Die ist kaputt, natürlich. Die reparieren? Tja, geht nicht.
Tja, geht nicht. Und ihr seid euch sicher, dass man nicht das glimmende Räucherstäbchen mit dem königlichen Brief benutzen muss? Tja, geht nicht. Ansonsten hoffe ich das nicht. Das funktioniert so nicht. Als ob es hier nicht heiß genug wäre. Vielleicht muss man das Ding ins Feuer werfen, so wie den einen Ring. Tja, geht nicht. Okay, nein, dann halt nicht. Ich check das nicht. Wieso ist das immer so kompliziert? Nach oben dürfen wir auch nicht. Serpentin, Brief, Zitrone. Und bisher haben wir kein einziges Mal dieses blöde Räucherstäbchen gebrauchen können. Ein alter, abgenutzter Seesack. Dass man den auch nicht durchsuchen kann. Betrachte Tisch. Öllampe. Treppe. Jack einen Auftrag besitzt. Jack eine Nachricht hinterlassen. Ach, kann ich nicht einfach so? Ich muss erst herausfinden, ob Jack mit der ganzen Sache etwas zu tun hat. Ah, aber theoretisch ist das jetzt schon mal der richtige Weg. So, also den Köder müssen wir dann auf den Tisch legen. So, gut, also wir müssen echt herausfinden, ob was damit zu tun hat. Das können wir logischerweise nur hier in diesem Zimmer. Das heißt, die Lösung muss im Zimmer liegen. Das heißt also, wir sollten alles auf Teufel komm raus kombinieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ein alter, abgenutzter Seesack. Das scheint nicht zu funktionieren. Papagei? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Mann, ich will jetzt hier aber auch nicht blindlings alles ausprobieren, aber... Nachgefüllt. Sehr schön, wir haben Terpentin in die Öllampe gefüllt. Eine metallene Lampe, die Licht spendet, wenn sie denn mit Öl gefüllt ist. Ach, und jetzt lassen wir das Ding... Okay. Mit den Brandschutzvorschriften wollen wir es heute mal nicht so genau nehmen. Okay, jetzt haben wir Licht. Und jetzt muss ich die Nachricht drüber halten vielleicht. Ha! Alter! Da steht etwas von einem Auftrag Ihrer Majestät. Der Empfänger der Nachricht soll wichtige Nachforschungen über den Doktor einholen. Das ist es. Jack scheint eine Mission zu haben. Ich sollte den Köder auslegen. Dann steht da noch, dieses Dokument wird sich in 10 Sekunden selbst zerstören. Oh je. Ja, das ist bestimmt die Nachricht für den Agenten. Das heißt, wir sind auf dem falschen Dampfer eigentlich, aber was soll's. Ach, was ich übrigens noch sagen wollte. Ha, dass ich nämlich ziemlich früh jetzt dann mal gesagt habe. Jetzt kommt nämlich eine Theorie von mir. Denn der Jack hat doch dieses Taschenmesser. Und da hat er schon mal gesagt, wenn man Linksklick drauf macht, dann beschreibt er das ja. Und der sagt, das hat er schon sein ganzes Leben lang. Er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen, das wissen wir auch. Und er sagt zu dem Taschenmesser, dass da ein Schlüssel drin ist, der nicht ganz kapiert, wofür. So. Und wir wissen vom Dr. T, dass schon mal eine Familie Keen auf der Insel gelebt hat. Ich denke mal, dass das wirklich stimmt, dass die verwandt sind und der Schlüssel in dem Taschenmesser ist irgendwie das Vermächtnis, um zu dem Schatz zu kommen anscheinend. Was auch immer der Schatz ist. So, wollte ich nochmal nebenbei erwähnt haben. Ich bin nämlich ultra klug und habe das jetzt schon gewusst.
Kann ich dann nämlich in 20 Folgen irgendwann mal sagen: Seht ihr Leute, ich hab's doch gesagt. So, weiter. Nun gut, Jake. Was geschah am 6. November 1871? Ich weiß es auch nicht, aber wenn der Doktor recht hat, dann hat dieses Datum für dich eine ganz bestimmte Bedeutung. Ich weiß auch nicht, was wir gerade für ein Jahr haben. Eine Information für Jack. Ich soll sie ihm hinterlassen, wenn ich herausgefunden habe, dass er einen Auftrag hier auf der Insel hat. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach raus, oder? Oh oh. Fuck. Upsi. Dann stellt sich jetzt die Frage, ob er überhaupt diese Nachricht jemals erhalten wird. Wahrscheinlich nicht, wenn hier alles jetzt abbrennt. Ach, der arme Hotelbesitzer. Habe ich schon ein bisschen Mitleid, muss ich ja zugeben. Nein? Was heißt denn jetzt wieder nein? Nein heißt nein und damit basta. Kapitel 6. Was für ein harter Brocken. Checks. Und jetzt? Vergangenheit. Vielleicht sollte ich einfach eine Nacht drüber schlafen. Ja, für den Jack ist das alles hier ziemlich scheiße, seitdem er auf der Insel ist und wir haben gar keine... Ach, okay. Hab ich mir schon gedacht, wo sind meine Gegenstände, Mann? Echt, wir haben bloß noch so wenig? Alles, was wir uns gekauft haben, übrigens in dem Laden in Kapstadt, ist schon weg. Das Feuerzeug. Nein, den Kompass haben wir noch. Was habe ich denn noch gekauft? Schmieröl. Alles. Außer der Kompass. Der Kompass ist uns treu. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Der Typ, der Elefantentreiber, hat gesagt, er kommt hierher. Und das ist zwar meiner Meinung nach dann schon ein Bug, aber keiner, der irgendwie was mit dem Spiel, also oder mit dem Vorankommen beim Spiel zu tun hat, aber trotzdem generell behaupte ich mal, dass das ein Fehler ist. Vielleicht nicht unbedingt ein Bug, aber dann halt irgendwie ein Fehler der Entwickler oder so. Keine Ahnung. Also weiter. So. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt gar nicht mehr sogar ganz zurück, sondern machen jetzt mal eine kürzere Folge. Ich hab's geschafft, ins Zimmer zu kommen und eine Nachricht zu hinterlassen und das Hotel abzufackeln. Und ob das Hotel noch steht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Jack Keane. Ciao.